Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge hier mit unserem OMSI 2 Bus-Simulator. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind heute immer noch auf der Karte Berlin-Buch unterwegs und wir schauen uns heute den Schienenersatzverkehr an auf der Linie S2. Das Ganze geht von Karow nach Buch. Wir fahren das Ganze heute mit dem VDL Citea. Also ein Repaint für den Berghof-Bus, der ist okay, wenn man dieses Repaint hier besitzt, dann geht das Ganze schon in Ordnung. Und ja, wir werden uns das Ganze heute mal dementsprechend angucken. Hat es ja in der letzten Folge jetzt schon erwähnt, aber auch hier wieder leider wieder so die ein oder anderen Fehler hier drin, aber das wird dem Entwickler bestimmt bewusst sein. Grüße gehen raus an OMSI 2 Fahrzeuge und Co. für das Bereitstellen natürlich der Karte, dass wir euch das Ganze hier dementsprechend schon zeigen dürfen. Und von daher, lassen wir uns mal überraschen, wie das Ganze hier ausschaut in 7 Minuten ist Abfahrt. Leider gibt es ja keine Fahrgäste. Und guck mal hier. Das ist natürlich ein bisschen schade. Da müssen wir ja jetzt gleich Menschen umfahren, damit wir da durchkommen. Traurig. Hier sehen wir auch noch so ein bisschen, ein bisschen verpackt. Aber können wir uns mal ein bisschen so mal die Karte hier, also das Stück hier mal angucken. Schade finde ich hier, dass es hier scheinbar keine Berliner S-Bahn gibt oder sowas. Das ist natürlich ein bisschen doof hier, also hier so eine Baureihe hier zu haben, hier die 425. Das passt natürlich überhaupt nicht, Aber naja, was willst du machen, wenn es nichts anderes gibt, dann kannst du das nehmen, was du da hast. Und das ist jetzt hier in dem Fall die 425, die Baureihe. Naja, nun gut. Wir sind aber nicht mit der Bahn unterwegs, sondern mit dem Bus. Deswegen ja der Schienenersatzverkehr ist gerade eine fette Baustelle. Und ihr seht, es sieht nicht so lecker aus, so am Himmel, Das schaut hier schon so ein bisschen bewölkt aus, kurz vorm Gewitter. Also von daher, sollten die Leute einsteigen, machen sie nicht. Haben sie Pech, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5. So, spüren wir mal ein bisschen Zeit vor. Und ihr seht, es ist richtig voll hier, Das tut mir jetzt gleich so leid, also unbedingt jetzt gleich die Augen zu machen, Aber sonst kommst du hier nicht durch. Klar, ich könnte jetzt hier... Vielleicht mache ich das auch. Ich glaube, das mache ich tatsächlich. Dann müssen wir die Menschen nicht hier umfahren. Achso. So. Genau, das habe ich nämlich auch vor. Oh, was ist jetzt hier los? Aber Mann, so, weißt du? Ja, hier habe ich mich reingespawnt, erstmal direkt ins Auto. Ja, der steht da immer noch. Fantastisch. Hier uns ein bisschen hier so, Entschuldigung, ein bisschen durchschlängeln, keinen Menschen umfahren. Ha, da machen wir es nämlich so. Müssen wir gar keinen umfahren hier. Das war jetzt natürlich nicht die perfekte Lösung, aber besser als gar nicht. So, gut, wo müssen wir langfahren? S2 geht nach rechts rum. Tun wir das mal. Wie gesagt, das Ganze hier ist Beta. Das ist noch nicht final. Von daher sind natürlich Fehler offen. Es kann natürlich sein, dass mittlerweile die Version auch schon wieder fortgeschritten ist, dass es hier schon wieder ein Update gab. Also kriegt eine Version. Dann habe ich sie, dann kann ich sie spielen. Und das kann natürlich dann sein, weil ich das natürlich nicht immer alles sofort mache, dass ich das vielleicht dann mal 1-2 Wochen später mache. Das ist derzeit natürlich nicht, das Ganze schon wieder so weit fortgeschritten ist, dass diese ganzen Fehler hier zum Beispiel schon ausgemerzt sind. Ja, also von daher, das Ganze hier aktuell noch nicht auf die Goldwaage legen. Da kann natürlich hier schon einiges gefixt sein, was wir jetzt hier gerade so sehen, was uns hier aufgefallen ist oder sowas. Ja, wir haben uns vom Unfallort entfernt. Du mich auch. Dann setz mich doch nicht dahin, wo ein Auto steht. OMSI. Hä? Wie wär's denn damit? So, die ganze Fahrt dauert irgendwas mit 10 Minuten.
komme immer noch drauf klar, dass das hier die Lotushäuser sind, ja. Dass es die jetzt hier in Omsi gibt. Also, die gab es schon vorher in Omsi, ja. Aber dass es die jetzt in Lotus gibt. Ja, großartig. Großartig! Französisch Buchholz. Ah, das, genau das meine ich hier. Ja, das ist so typisch ländlich. Das finde ich großartig. Diese Karte ist wirklich fantastisch. Aber hier bin ich auch schon mal rausgefahren, wo ich auf die Autobahn musste. Da war wieder alles gesperrt gewesen und unser Navi schickt uns hier durch, so, weißt du? Also, das war natürlich auch schon ewig lang her, aber das ist schon Wahnsinn hier, ja. Das ist schon Wahnsinn. Und zum Beispiel das Gras hier auf den Straßen natürlich hier, ne? Das müsste man halt noch ein bisschen fixen und alles sowas. Ja, aber das sind halt so kleine Sachen, ne, die man dann am Ende dann sich vornehmen kann. Ich kann nicht schön irgendwie hier fahren. Schöne Felder hier, ne? Fantastisch. Da geht's berghoch. Hier ist die Autobahn. Lars entgegen. Ja, das ist cool. Das ist schon ziemlich cool. Dass es immer so drinne bleibt, ja, so als beständige Karte, nicht so als Chrono-Event oder irgendwie sowas, das wäre natürlich fantastisch. Weil hier hast du jetzt wirklich Abwechslung. Und geradeaus weiter. Wundervoll. Naja, aber man wartet hier nur auf den Regen, ne? Also wenn das jetzt gleich anfängt zu schippen hier, dann weißt du, dass da mindestens Hagelkörner mit runterkommen. Fantastisch. Muss mal gucken, ob ich so eine Wetter-Setting-Presets finde, irgendwie sowas, dass ich hier mal so verschiedenes Wetter habe, weil es gibt ja halt immer nur dieses Standardwetter, ne? Was du ja sowieso mal drin hast, ne? Da muss es da auch so Presets geben oder sowas, dass du dir halt für alle Zeiten irgendwie sowas irgendwie besorgen kannst. Jetzt ist natürlich richtig warm drin. Hallo, Ampel?
Danke. Dachte, du wirst gar nicht mehr grün. Das ist wieder eine Fußgängerampel. Also, ob sie zwei Fahrzeuge kommen, meinst gut mit den Fußgängern. Das wollen wir mal lassen. Das geht mit dem Bus nicht mehr kälter. Ey, es sind 31 Grad hier drin. Ja, macht natürlich wenig Sinn, jetzt hier mit so einem leeren Bus hier zu fahren, aber ja. Wollen halt wohl nicht wirklich viele von Karo nach Buch. Ja, aber ab da fährt ja die S-Bahn dann wieder, ne? Ah, hier ist noch irgendwie was, flackert's ein bisschen. Wie so ein Fußgängerweg sieht das jetzt hier nicht aus. Kann natürlich sein, dass hier, weil hier teilweise immer so ein paar Objekte fehlten, ich die ja irgendwie ein bisschen ersetzen musste. Dementsprechend jetzt natürlich so ausschaut. Und rechts. Oh, wie viele Leute laufen denn hier rum? Hallo? Natürlich alles so, dass wir nicht mal so über den Bordstein fahren können. Ja, genau, Mann! Weißt du? Boah, da sitzt auch noch ein Baum hier. Da kommst du nicht ohne Probleme rum. Jetzt, weißt du, jetzt ist wieder Platz da. Weißt du, jetzt, wo ich da nicht mehr langfahren muss. Ich glaube, der Solaris macht irgendwelche Probleme. Deswegen hängt der manchmal so extrem. Immer wenn der nämlich reingeladen wird. Hängt Omsi kurz. Zumal er auch extrem gut dasteht, sehe ich gerade. So, aber wir sind da. Fahrt ist abgeschlossen. Ach so. Ja, das ist natürlich dann ein bisschen ja, doof, ne? So im Großen und Ganzen. Mal gucken. Ne. Da können wir jetzt aktuell jetzt an der Situation jetzt hier nichts verändern. Jetzt haben wir uns natürlich hier richtig schön reingeschmuggelt hier. Ja, was soll ich sagen? Das ist auf jeden Fall der Schienenersatzverkehr hier auf der Karte Berlin-Buch. Hier immer noch ein paar kleine Fehler. Wie gesagt, jetzt das jetzt gerade zum Beispiel die Straße viel zu eng, um da halt anständig rumzukommen. Ja, wenn natürlich von vorne permanent Autos kommen. Ja, und die Fußgänger, die kannst du nicht mal mitnehmen, den Fußgängerweg, weil da die ganze Zeit da die Menschen gespawnt werden. Da passiert natürlich sowas. Wie gesagt, ein paar Fehler sind hier drin, ist aber alles Teil einer Beta. Ne? Da kann natürlich sowas passieren. Der Entwickler, der wird das Ganze natürlich wissen und wird das Ganze natürlich gefixt haben. Wenn nicht sogar schon gefixt haben, ne? Wie gesagt, ich habe es euch ja erzählt, kann natürlich schon alles
schon wieder anders sein hier, dass die Version hier meines schon wieder total veraltet ist. Ja, so schaut es also aus. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ja, wenn ja, schreibt gerne in die Kommentare, lasst ein Like da und sonst sehen wir uns ja zum nächsten Omsi-Video hier wieder. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.